Idee zu dem Konzept in meinem ersten Leben, wie ich immer sage, war ja Bierbrauer. Und dann eben 10 Jahre nicht mehr, sind dann eben losgeschickt worden. Amerika, Italien, Belgien, fand also ganz fantastische Biere, eine ganz neue Welt, die entstanden ist. Dann haben wir da noch so ein kleines Konzept geschrieben, die Markteinführung von Profactum begleitet und haben dann eben Verkostungen gemacht und getestet, wie die Leute darauf reagieren. Wir haben ja im Prinzip einfache Produkte genommen, die Bratwurst, das Brot und das Bier. Dann haben wir noch ein paar Kuckucksuhren aufgehängt und gesagt, what the fuck is Heimat? Ja, und dann hatten wir ein Konzept. So haben wir eben unsere Typen dann gesucht, eben die Meister, die handwerklich ganz besondere Sachen tun. Und daraus entstand im Prinzip die Geschichte zu sagen, was schmecke ich, was habe ich für Flavors im Bier und daraus dann zu entwickeln, was passt wiederum zu diesen Flavors. Das ist uns gelungen, in den Aufstrichen ganz gut wiederzuspiegeln. Natürlich unser Feuer, das einfach auch atmosphärisch schön ist, was einen guten Duft bringt und letztendlich natürlich auch eine besondere Qualität. Unsere Rohwürste, die wir fast ausschließlich verarbeiten, die wiederum von unterschiedlichen Metzgermeistern von Nürnberg, Coburg oder eben hier Maximilian, der die Original-Currywurst macht. Dann haben wir hier in dem Sinne keine Küche. Das heißt also dann relativ kleinen Aufwand. Das heißt also, die Produkte kommen, wir arrangieren sie, richten sie an, sie gehen raus. Alle Produkte, die wir im Haus verkaufen, kannst du auch käuflich erwerben. Also das Konzept arbeitet ganz bewusst mit der Irritation. Ja, wir haben auf der einen Seite ja unseren kleinen Laden vorne, halt eben, du hast gar nicht das Gefühl, du gehst in ein Restaurant. Da haben wir auf der rechten Seite dann unseren Meistertisch, wo auch eben dann die Meistertische oder die Degustationen stattfinden. Hier sind wir jetzt so eher so dann in der Schwemme halt eben mit dem Blick aufs Feuer. Wenn wir nach hinten durchgehen, haben wir dann noch unsere Meistergalerie halt eben. Das ist mehr so ein Veranstaltungsraum. Und wenn wir jetzt einen Blick auf den Ausschank wenden, dann sieht man, da gibt es eben keinen Schankbalken, sondern es gibt eben unsere Schalen halt eben, wo unsere Crafts präsentiert werden. Und dahinter kommt dann gleich unser Raritätenschrank, Craft & Friend. Wir sind hier am Haus Vogteiplatz hinterm Gendarmenmarkt in Berlins Mitte. Wir haben ganz bewusst eine eher zurückgezogene Lage gesucht. Das Thema Craft Beer ist ja noch in den Kinderschuhen ein ganz kleiner Anteil von Fans, von Freaks. Aber die kommen halt hierher. Wir haben ja einmal im Monat, zweimal im Monat unsere Meistertische, wo dann die Meister zu uns kommen, ihre Kollektion vorstellen. Also Gerald Oliver aus New York, der Meister der Bewegung, war hier. Da waren dann 100 Bierfreaks aus ganz Europa da. Also wir haben heute Abend wieder eine kleine Degustation. Es ist immer eine moderierte Degustation. Das heißt, es gibt 7 handgemachte Köstlichkeiten. Und dazu gibt es 7 korrespondierende Crafts und Biere. Das Schöne war hier, dass man so unterschiedliche Biere ausprobiert, die vollkommen exotisch sind. Eigentlich also einzelne Geschmäcker drin sind, wie dieses Schafe in diesem marokkanischen Bier oder das Himbeerwürzige, wie es die Berliner ja gerne mögen. Wir haben hier Mitte April eröffnet. Also wir haben jetzt hier vorne 100 Sitzplätze, im Innenhof 80 Sitzplätze, 20 vorne. Und dann haben wir nochmal unsere Meistergalerie, wo wir 60 bis 80 für Veranstaltungen hinzuschalten können. Ich glaube, so im Schnitt kann man von 150 Gästen ausgehen. Der Durchschnittsbon liegt mittags im Außerhaus beim 5er, im Lokal beim 10er, am Abend im Schnitt beim 30 Euro. Wir haben 15 Mitarbeiter, alle festangestellt. Investitionen mit Entwicklung 500.000. Wenn wir multiplizieren sollten, dann ist die Marge eben mit 400 gesetzt. Ist es möglich, ein Bierkonzept multiplizierbar zu machen? Im Moment müssen wir sagen, es ist spannend. Jeder Tag ist nur ein individuelles Abenteuer. Es sind viele Elemente da, die dafür sprechen, dass es funktioniert. Aber es ist natürlich ein sehr erklärungsbedürftiges Thema, weil jeder will die Geschichte hören und jeder will erklärt wissen, was ist der Unterschied und was schmeckt wie.